Statt ein kurzes Point and Click, haha. Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Nox, wie stehst du zu Point and Click? Ich hab da was vorbereitet. Und ich brauche jemand, der liest. Das ist sehr gut, dass du da bist. Ja, dann machen wir das doch. Ja, das machen wir. So, erstmal ganz kurz die. Ah, wo sind sie denn jetzt? Ah, ich will auf meine Bibliothek. Danke. Ich muss erstmal suchen. Gebt mir einen Moment. Man stelle sich jetzt vor, wie Hutz, wie bei den Ludolfs, so in seine Bibliothek geht, die einfach so aus Haufen von Müll besteht. Und dann zielt sich ja das eine Stück Schrott, das jetzt gebraucht wird, herauszuziehen. So ähnlich wäre es, wenn ich nicht meine Spiele nach Kategorien sortiert hätte. So. Wie? Du hast aufgeräumt? Ja, in meiner Spielsammlung ist unheimlich gute Ordnung. Jo. Darf ich noch rauchen gehen oder muss ich direkt was lesen? Nö, du kannst auch nochmal rauchen gehen, kein Problem. Ich muss sowieso erstmal das Spiel capturen, alles gut. Ja, ich bin ja trotzdem zu hören, aber ich kann in dem Moment dann nicht lesen. Ah. Ich kann nicht lesen. Schreib dich nicht ab, lern lesen und schreiben. Ey, mir ist neulich aufgefallen, dass das keine Sau mehr kennt, gell? Was? Also, die Werbung? Ich hab, ja. Hm. Also, anscheinend werde ich auch langsam alt, aber das mit dem Alpha-Telefon Münster, das wusste früher jeder, weil du damit einfach zugemüllt wurdest. Und ja, ich hab mal so vor ein paar Monaten, wollte ich ein Fenster auf eBay Kleinanzeigen verschenken und habe in dieses Fenster in die Anzeige geschrieben, zweifach verglast, es ist aus Holz und das sind die Maße. Mehr musst du eigentlich zu einem Fenster nicht wissen, ne? Und ja. Dann kriege ich so eine Frage, wie groß ist diese? Da war meine einzige Antwort darauf, Alpha Telefon Münster, Bro. Und darauf kam dann komischerweise keine Reaktion mehr. Ich nehme an, der wahrscheinlich auch nicht hier aufgewachsene Kollege hat das auch nicht verstanden. Aber ich habe das dann mal jemandem erzählt, der auch im gleichen Alter ist wie ich. Und der hat keine Ahnung gehabt, was ich damit gemeint habe. Das ist sehr traurig. So, ich bin hier gerade noch am Größe anpassen. Ich muss das an den Bildschirm anpassen. Nein, das ist falsch. Wir passen nochmal an. So. In Lumi, du kennst diese Version, diese Teile. Davon haben wir schon zwei gespielt. Und jetzt kommt Mechnis. Der Baum des Lebens. Und wieder das Wort Mist drin vorkommt. Es ist sowas ähnliches. Denn, warte, ich sag dir genau, wie es heißt, das Spiel. Das Spiel heißt Chronicle of Mist Cherry. The Tree of Life. Schon fast die Frage, ob die Zuschauer auch alle wissen, was eigentlich Mist ist. Ja, also der erste Mist war ja gar nicht so Mist. Und umso höher der Teil an Mist wurde, umso mistiger wurde es. Ja, das hat so einen Haufen Mist halt an sich, ne? Ja, und als es dann nicht mehr Mist hieß, der Mist, sondern Uru, also er ein eigenes Leben hat und Karen dazu kam, dann wurde es großer Mist. Mhm. Lumi, also warum folterst du mich? Lumi, ich habe eher gedacht, du kommst jetzt rein und redest auch eine Stimme. So. Ja, Nox, wie lange rauchen sie denn noch? Nicht mehr lange, aber ich muss dir sagen, ich fand tatsächlich so bisher mit am lustigsten bei dir war einmal ein Observation Duty. Also ich hoffe echt, dass da nochmal ein Teil kommt. Es ist noch ein Teil da. Ich hab noch einen Teil. Ich hab den neuesten Teil, der ist letztes Jahr rausgekommen im November. Den habe ich mir geholt. Also der ist da. Boah, warum machen wir das andere? Ja. Aber da braucht man eigentlich den Wolf für, weil der muss ja da einziehen am Ende. Ja, der Wolf muss da einziehen und Jamie muss die Leute rausschmeißen. Also Jamie brauchen wir auch. Ja, dann sollten wir das vielleicht einfach mal verabreden. Aber das war mega lustig. Also... Ja,
Mit dem Der Huge Tallman. Man Der Huge Man, genau. wird auf ewig mich in meinen Träumen heimsuchen. Ja. Ja. In meinen Träumen haben mich andere Leute aus den Spielen heimgesucht. Die alles Der. Mögliche in dem Wohnzimmer, in dem Bad und sonst irgendwo gemacht haben, wo du dir denkst so, Alter, what the fuck bist du für ein Spiel? Warum? Aber der Vermieter nicht, ne? Ja. Der Timothy oder der Makler war es, glaube ich. Ja, das war der Makler. Das war schlimm. Das war schlimm. Ja. Na gut, dann höre ich jetzt mal auf hier Zu rauchen. Hören Sie doch mal frische auf zu Luft zu rauchen. atmen. Hören Sie mal auf zu rauchen und atmen Sie wieder normal. Ja, okay. Sehr Ich gut. ist. Aber willst du mir vielleicht in Discord eine Übertragung geben, weil die Verzögerung in Twitch ist Ja, klar. so massiv, das habe ich eben schon gemerkt, wo ich noch dachte, jetzt musst du das actually suchen. Nein, nein, In dem nein. Augenblick hattest du es schon und erst Sekunden später war es zu sehen. Überhaupt kein Problem. Sie kriegen eine Leichenübertragung, eine Live-Übertragung, wollte ich sagen. Oh Herrgott, warum ist denn jetzt mein Ich Stream will nicht nicht mehr? deine Leichen aus deinem Keller, ich habe da schon genug. Naja. Du weißt doch, wenn wir sie stapeln, wird Mist draus. Gut, wir starten ein neues Spiel. Bist du da? Etwas, das wir für die gesamte Menschheit zu bewahren versprochen haben, ist bedroht. Verschone mich. Wer ist es diesmal? Omega. Ich habe dir gesagt, wir sollten ihn niemals alleine lassen. Kann er wirklich nicht einer von uns werden? Dafür ist es zu spät. Und jetzt? Was sagt ihr? Einverstanden. Nun denn, tu es. Also ein bisschen nach Venedig aus. Ist hübsch. Und er braucht WD-40. Ein bisschen, gell? Mit der Oh, wo ist Gondoliere. Walter? Oh nein! Muss sie ihr Schiff alleine fahren? Sie haben Walter vergiftet. Nein, hieß er nicht Wally? Nee, nicht. Netter Ort. In Deutsch hieß er Walter, ich glaube, in Englisch hieß er Videospiel. Waldo. Waldo, Waldo, genau. Okay. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Muss Meiner doch nichts Meinung nach haben lesen. wir den Nagel auf den Kopf getroffen, als wir Sie einluden, für uns zu arbeiten. Schön zu hören. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Dann lassen Sie uns auf den Punkt kommen. Früher war dies Marcells Arbeitsplatz, jetzt steht er Ihnen zur Verfügung. Hat mein Vorgänger. Sagen Sie einfach Marcel. Die Sachen katalogisiert? Ja, er hat die Kiste geöffnet, aber sie unglücklicherweise vor seinem Tod wieder verschlossen. Marcel ist tot? Es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Eine Tragödie. Ich wollte das nicht früher erwähnen, damit Sie nicht den Eindruck bekommen würden. Sie verstehen schon. Sie wollten mich nicht entmutigen? Leute sterben, das kommt vor. Was stimmt hier nicht? Der Wind, er beherrscht diesen Ort. Wie wahr? Es wird schwierig sein, sich daran zu gewöhnen. Manchmal, wenn er so stark ist wie jetzt, scheint er fest wie Stein zu sein. Man könnte das Gefühl bekommen, man kann sich dagegen lehnen oder sich sogar darauf legen. Tun Sie es nicht. Okay, Arbeitsplatz, Kiste, auf Wiedersehen. Ja, Arbeitsplatz. Dieser Ort ist beeindruckend. Ja, Sie können sich hier auf Ihre Arbeit konzentrieren. Marcel betrachtete diesen Teil des Turms als seinen privaten Bereich.
Das überrascht mich nicht. Oh, wir sind in einem Turm. Nicht so wie unten bei mir. Besonders diese Kinder, diese Horde kleiner Wilder. Sie reißen alles in Stücke. Der Fluch der Schulausflüge? Ich liebe Kinder, aber ich bin überglücklich, wenn die Saison vorbei ist. Iste. Diese Kiste, die ich sehen soll. Was können Sie mir darüber erzählen? Marcel hat hier irgendwo einen Bericht hinterlassen. Im Grunde sah Paris die Kiste selbst als teures Geschenk, verlor aber plötzlich das Interesse an ihr. Und die Fakten? 16. Jahrhundert. Gehörte einem dieser spanischen Edelmänner, der die neue... Ein sagenhaftes Zeitalter der Segelschiffe. Voller Legenden und unglaublicher Angeberei. Sie mögen diese Geschichten auch. Als ich aufgewachsen bin, hielt ich aus meinem Fenster... Irgendwie liest er nicht richtig. Man kann sagen, skippst du? Das Haus meines Onkels war eine Galeere, die jeden Morgen in eine komplett andere Geschichte aufbrach. Und wo befindet sich... Er kann nicht fertig lesen, der arme Kerl. Richtig, schließlich lebte ihr Onkel dort. Sein Tod war ein unersetzlicher Verlust für unsere gesamte Gemeinschaft. Jetzt kann er es wieder. Ein Sinnloser. Die Synchro ist ein Traum. Ja, ja. Ah, tatsächlich geht's viel, viel schlimmerer. Also, dass, wenn einer was ansetzt und dann unterbricht mit, sagen Sie einfach Marcel, und dann passt das, was die andere sagt, okay, ich rede weiter, hat das kategorisiert. Er suchte dort nach den Jungbrunnen. Die Kiste hat geht viel schlimmer, würde ich sagen. Launen. In Spanien gelangte sie nach Italien und verschwand im 19. Jahrhundert. Wahrscheinlich in einer Privatsammlung. Nur, um unerwartet bei einer Auktion in England wieder aufzutauchen. Ah, faszinierend. Lassen Sie mich hinzufügen, dass Ihre Geheimnisse von einem Kombinationsschloss geschützt werden. Und zwar einem sehr interessanten. Aber da wäre es besser gewesen, Sie hätten es einfach gelassen. Und man hätte labern können. Es wäre schöner jetzt gewesen. Ja, normalerweise lesen wir das immer selbst vor und machen dumme Kommentare oder verändern den Text ein wenig. Aber so ist auch in Ordnung. Wegen Marcel. Der Nox ist doch krank. Viel von der Klippe. Wenn Sie also vorhaben, einen romantischen Spaziergang zu unternehmen, lassen nicht mehr zu sehr. Sie es lieber. Das mache ich. Zum Samstag war eklig. Hast du was von der Party mitgenommen, oder was? Entweder von da oder von Fasnacht. Das war ja auch letzte Woche schon. Selber schuld, wenn man Fasnacht feiert. Er war ein neugieriger Banker. Ich habe nicht gefeiert. Ich habe gearbeitet. Wartet einen Moment, bitte. Solange der Text hier läuft. Jetzt könnt ihr reden. Das passte ihm. Ich weiß, das war unangebracht. Entschuldigung. Einfach nur nicht drüber reden, wenn die anderen reden. Dann könnt ihr diskutieren, so viel wie ihr wollt. Aber nicht, wenn ich gleich mit... Das ist lustig. Ja, aber das ist doof sonst. Dann brauche ich das Spiel auch nicht streamen, wenn die Leute eh nichts verstehen. Du könntest mal in deinem Stream auch die Beschreibung ändern. Das ist absolut recht. Da hast du recht, aber ich kann's gerade nicht, weil davon muss ich wieder raustappen. Was hab ich gesagt, hieß es? Das Vermächtnis, der Baum des Lebens. Das Vermächtnis. Nee, das muss ich auf Englisch suchen. Verdammt, wie hieß denn das jetzt auf Englisch? Du hast es doch drin geschrieben. Rotrunde spielt Chronicles of Mystery, The Tree of Life. Ich hab das nicht geändert. Ja, bei mir steht immer noch Brings zurück. Ich muss mal aktualisieren. Nee, da habe ich es doch nicht geändert. Da ist auch noch Brings zurück. Also in Discord hat er es vielleicht richtig. Richtig. Ja, das bringt ja bei dem Stream ja nichts. Ja, das stimmt leider. Aber doch keiner Copy und Paste. Chronicles of Mystery? Ja. Tree of Life. Ja, da ist es doch. Update. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es. Weiter geht's. Das Team. An solch windigen, kalten Abenden wärmen wir uns mit einem kleinen geistigen Getränk. Aber wie bei allen kleinen Dingen dieser Welt muss man seine, was auch immer. Nun ja, natürlich. Vielleicht heute Abend? Danke, aber nein. Ich möchte mich heute Abend gerne ausruhen. Entschuldigung, ich schätze, das war ein wenig plump. Schon gut. Können Sie mir etwas über das Team erzählen? Die meisten sind im Urlaub. Außer uns beiden gibt es noch Antoine, den Hausmeister, und Claire, die Restauratorin. Nur noch Saufen. Eins.
Ja. Ich bin eigentlich heute nur hier, um das Land auszukundschaften. Ich komme morgen nach Hause und gehe dann für eine Lesung nach Venedig. Es wird ein paar Tage dauern. Ja, richtig. Jetzt fällt es mir ein. Sie promoten Ihr Buch. Kann ich mit einem Exemplar mit Ihrem Autogramm rechnen? Natürlich. Sobald ich aus Venedig zurück bin. Die ganze Auflage befindet sich in Italien. Perfekt. Sie haben mich so neugierig gemacht, dass ich am liebsten noch heute mit meiner Arbeit anfangen würde. Ich nicht. Könnte ich alles auf meiner Reise überdenken. Na, ich wusste, dass Sie den Köder schlucken würden. In dem Fall werde ich Sie nicht länger aufhalten. Sollten Sie Hilfe benötigen, wissen Sie, wo Sie mich finden können. Ja, dann sag's mir doch. Nö. Er hat es überhaupt nicht gesagt, wo wir ihn finden können. Doch, hat er doch. Am Anfang hat er es gesagt, er ist unter ihr. Danke. Ich so. Sehe mich mal um. Was natürlich auch nicht gut klingt. Okay. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwie wieder was gucken, was man anklicken kann? Das Refugium eines Entdeckers und eines Schatzjägers. Wie aufregend. Okay. Das ist schön. Also wir sind im Schlösschen von Scrooge McDuck oder so. Nach dem Bedienfeld zu urteilen, steckt noch ein Auftrag im 3D-Drucker. Ja, dann drücken wir den doch mal. Oh. Nach dem Bedienfeld zu urteilen, steckt noch ein Auftrag im 3D-Drucker. Ja, deswegen habe ich auf Print geklickt. Nach dem Bedienfeld... Ah! Nach dem Bedienfeld... Okay, wir können da nichts machen. Ich möchte wieder raus. Wahrscheinlich erst dann, wenn dir klar wird, oh, da ist ja die Kanne, zu der dieses Ding fehlt. Ein polierter Plattenpanzer aus dem 16. Jahrhundert. Ein Meisterstück der Schmiedekunst. Okay, guck aus dem 19. Jahrhundert. Frischer Wind, 5 auf der Beaufort-Skala. Ein Bild von dem Keramikfragment. Das sieht aus wie der Ausgießer von einem Krug. Umi? Ich glaube, dein Mann im Hintergrund hört man sehr. Auf der Beaufort-Skala. Er löst bei dir leider dein Mikro aus. Brise, 3 auf der Beaufort-Skala. Hm. In diesem Moment ist Lumi gemutet und zieht Dabo am Schlawittchen aus dem Raum. Wahrscheinlich. Oder sie verlässt kurz den Raum. Okay. Weder noch. Passt doch. Hallo, ich habe nichts zu kopieren, oder? Warum nicht? Drüben durfte ich auch nicht drücken. Einfach. Ich muss sie sauber machen, bevor ich irgendetwas kopieren kann. Irgendwie ist das ein bisschen anders als die normalen Point-and-Clicks. Das ist irgendwie, also als die normalen Wimmelbilder. Das ist eher wie so ein kleines Point-and-Click. Da kann man durch die Gegend laufen. Das ist, ja, das ist doch ein Point-and-Click. Ich ihn liebe. Der Geruch von Holz, Steinmauern. Wer hat gesagt, das ist ein Wimmelbild? Und von einem Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Weil die anderen Versionen von diesem Spiel. Keine Point-and-Click waren, die waren Wimmelbilder. So schöne Ornamente auf dem Deckel. Ich schätze, diese Scheiben sind Teil eines Kombinationsschlosses. Das schätze ich auch. Okay. Ich weiß aber nicht, wie die Kombination heißt, also egal. Eine Liste der Gegenstände in der Kiste? Das sollte ich überprüfen. Antikes Keramikfragment, Pistole aus dem 16. Jahrhundert, Schlüssel und Ladestock. Was ist denn ein Ladestock? Damit drückst du bei einer richtig alten Pistole oder Muskete die Kugel und das Schießpulver von vorne rein. Ah, sowas, okay. Na dann. Gehen wir halt mal nach da, würde ich sagen. Weil mehr kann ich nicht angucken hier. Bei dem Ding links, bei diesem Tisch geht auch nichts, oder? Nö. Seht ihr eigentlich meine Maus? Gut. Ich will nochmal dahin. Vielleicht hab ich da was übersehen, da ich da vielleicht doch irgendwas drücken kann jetzt. Nö. Nö, kann ich nicht. Na gut. Den 3D-Drucker auch sehr hübsch, ey. Das ist noch eine der kleineren Modelle. Geräumig. War wohl das Prunkgemach. Der Direktor ist etwas steif. Aber schließlich ist er der Boss. Oh, dann war es vorhin sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Wieso? Naja, wollte mit ihr einen trinken. Er war sehr plump und wollte mit ihr einen trinken gehen.
Ja, mit allen Kollegen. Nein, 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 das habe ich anders verstanden. Schau, reden wir mit ihrem Arsch. So viel zur sexuellen Belästigung. Ja, point taken, ne? Oder wie war das? Eine epische Schlachtszene. Sieht aus wie Anfang 18. Jahrhundert. Ein brillant rekonstruiertes Wikingerboot. War noch? Nix. Sonst gibt's nichts. Dann reden wir mit dem Po. Arbeit. Hallo? Störe ich? Sylvie Leroux, Archäologin. Nennen Sie mich Claire. Sie sind sehr jung für eine Expertin. Ich habe gerade erst angefangen, an der Kiste zu arbeiten. Sagen Sie mal, wo haben Sie vor... Auf Gozo. Nein. Ich habe davon gehört. Professor Leroux ist ein Verwandter von Ihnen. Mein Onkel. Nun, er gibt alles einen Sinn. Mit so einem Hintergrund ist es nicht schwierig, Bereichsleiter in einem Provinzmuseum zu werden. Ihre Bemerkungen. Ich bin freier Mitarbeiter und ich plane nicht lange hier zu bleiben. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Einstellung in diesem Geschäft seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Zumindest kann man es versuchen. Keine schlechte Idee. Bis man auf irgendeinen Macho hereinfällt, kann man nach Herzenslust um die Welt reisen. Sie können schließlich immer noch darauf zählen, dass Ihnen Ihr Onkel mit einer Anstellung unter die Arme greift. Mein Onkel ist tot. Das tut mir leid. Seien Sie mir nicht böse. Ich habe geglaubt, Sie wären hinter meiner Stellung her. Ist schon in Ordnung. Ja, oh, Herrgott. Einfach gemein. Aber das ist nur wegen Marcel? Nur wegen Ma. Also ich muss ja sagen, ja, was hat davon gesprochen? Weiber. Gesprochen? Über uns? Nein. Um das absolut klarzustellen, wir waren bis vor kurzem ein Paar. Oh, verstehe. Es tut mir leid, dass er gestorben ist. Es war eine schwierige Beziehung. Okay. Marcel hat an der Kiste gearbeitet. Hat er irgendetwas erwähnt? Er hat von nichts anderem gesprochen. Diese Art Mann, wissen Sie... Ich musste alle meine weiblichen Fähigkeiten einsetzen, um ihn für eine Weile von der Arbeit abzulenken. Hat er Ihnen erzählt, wie man die Kiste öffnet? Die Kombination? Er hatte damit Schwierigkeiten. Er rief verschiedene Leute an, hat in Paris herumgefragt. Also schätze ich, Sie haben sie ihm verraten. Rufen Sie sie nicht an. Warum? Sie werden mich für paranoid halten. Natürlich. Es sei denn, Sie erklären es mir. In Ordnung. Der Typ, der für diese Kiste verantwortlich war... Ja... Er starb ein Herzversagen. Okay, Anstrengend. Anstrengend. Nur um es mal kurz zusammenzufassen. Es ist ein Kistenschloss, das aus 3 Zahlen besteht. Und es gab 12 Zahlen pro Schlossmöglichkeit. Das kann man auch einfach durch Try and Fail ausprobieren. Da muss man nicht irgendwelche Forscher fragen, um dir auf diese 3 Zahlen zu kommen. Ja, wenn das aber solche Kisten sind wie früher, wo sich die Macher gedacht haben, ist ja schön, du hast die falsche Kombi gemacht. Okay, ich zerstöre einfach mal alles, was in der Kiste ist. Schwierig. Ach so, das gab's früher. Das gab's ohne Scheiß wirklich. Unglücklicher Zufall? Was sonst? Mit was denn? Glauben Sie, Marcel hat sich im Innen so betrunken, dass er meinte, herumfliegen zu können? Kommt bestimmt drauf an. Sie meinen das Gasthaus beim Schloss? Warte. Er nahm keine Drogen, so viel steht fest. Ja, man muss an der Klippe entlang gehen. Aber wagen Sie es nicht bei Nacht. Es war kein Unfall? Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ja? Machen Sie kein großes Aufheben um die Kiste. Rufen Sie niemanden an. Ich wollte mich sowieso auf meine eigene Weise um das Schloss kümmern. Danke. Sehen Sie sich Marcels Arbeitsplatz an. Er benutzte für gewöhnlich das Diktiergerät des Museums, um Sachen aufzuzeichnen. Können wir nicht einfach einen Hammer nehmen? Um deine Frage zu beantworten, Nox, es gab zum Beispiel verschlüsselte Nachrichten. Wenn du da versucht hast, die Schutzhülle drumherum aufzubrechen, ist je nachdem entweder Essig oder Wasser reingelaufen, das dafür sorgte, dass einfach die Nachricht nicht mehr lesbar war. Gleiches Pardon ging auch mit Kisten. Manche haben sich dann entzündet. Also es ging schon. Das ist so alias James Bond. Nein, nicht James Bond, Mission Impossible. Diese Nachricht zerstört sich in 15 Sekunden. Ich würde nach Marcel's Tiergerät suchen. Nur bringen Sie es nicht zu mir. Ich könnte es nicht ertragen, Papier zerstören will. Okay,
Zurück an die Arbeit. Sylvie, sind Sie in Ordnung? Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen. Da bin ich sicher. Auf Wiedersehen. Sieh's gut. Denken Sie dran. Ich habe immer etwas zu. Nee, hast du nicht. Du brichst nämlich deinen. Sie ganz in Ordnung, aber sie kann ein ganz schöner Quälgeist sein. Ja, vor allem, wenn sie nicht ausspricht. So, was können wir uns noch angucken? Arbeitsplatz. Die Tisch. Waren nicht so klasse. So. Ja, ich dachte, Ihr Onkel würde Ihnen dann einen Job besorgen. Mein Onkel ist verstorben. Oh, Entschuldigung. Okay, dann fragen wir eben den Restaurator erst. Das ist der Museumstier. Bist du der Restaurator? Welcher ist? Sie ist doch der Restaurator. Sie ist die Restauratorin, ja. Oh, Herrgott. Nein, das ist der. Nein, da will ich nicht hin. Will nicht wieder da hoch. Ich rede nochmal mit ihm. Kannst du nicht woanders noch? Naja, ich kann noch an das Modellschiff hier. Ausstellungsstücke der Marine sehen in einer gotischen Umgebung wahrhaft prächtig aus. Ansonsten sehe ich hier nichts. Hier kann ich auf Hinweise noch klicken, aber das ist. Ich glaube, das Schiff. Das Gewölbe, was ich mir noch angucken kann. Das Gemälde im Gewölbe stammt aus einer anderen Zeitperiode als die an den Wänden. Ui. Jupiter ist der 5. Planet von der Sonne aus. Jupiter ist der. Okay, das sagt es als einziges. Jupiter. Ja, aber warum? Weiß ich nicht. Ist, warte mal. Ist vielleicht gibt uns das eine der Zahlen vor. So eine 5. Ja, aber oben war ja nichts mit dem Jupiter drauf. Ich muss nochmal mit ihr reden. Kann ich irgendwie schneller laufen? Oh, ich kann schneller laufen, sehr gut. Werkzeuge. Kann ich mir etwas leihen? Ich habe an Marcells Platz nichts gefunden. Kein Wunder. Was brauchen Sie? Einen Pinsel und etwas Lack. Sie finden alles in der Kiste. Bedienen Sie sich. Danke. Ehrlich? Oh, machen bitte. Sie's gut. Denken Sie dran, ich habe immer etwas Zeit für einen Plausch. Oh Mann. Ich habe hart keine Lust zu arbeiten. Es ist mit so viel Leidenschaft gesprochen. Ich nehme einen Pinsel, ich nehme einen Lappen. Ich nehme einen harten Lack. Okay. Und den säufst du bitte nicht. Okay. Ich wollte nur gucken, ob es da geht. Kann ich Informationen dazu einholen? Nein, leg's ab. Oh ja. Die Britannia heißt mich mit Regen und Sonne willkommen. Was ist jetzt passiert? Na, es war wohl die falsche Richtung, um rauszugehen. Ich wollte nicht raus. Ach, hier geht's raus. Nee, ich wollte eigentlich da drauf gucken. Ich hab gehofft, dass da irgendwas noch kommt, aber gut. Kombination. Die Kiste ist mit einer Kombination gesichert. Kennen Sie sie? Suchen Sie in Marcells Notizen. Sicher kennen Sie die Kombination in Paris. Die würden doch keine Katze im Sack kaufen, oder? Sie würden sich wieder beschweren, dass Sie uns wie kleine Kinder an die Hand nehmen müssten. Versuchen Sie, sie alleine herauszufinden. In Ordnung, aber das wird eine Weile dauern. Mit allem nötigen Respekt. Wir können es uns leisten, ein paar Stunden mehr zu bezahlen. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Viel Glück. Au. Ist der 3D-Drucker noch mit irgendwas beschäftigt? Niemand jemals. Marcel hat ihn programmiert, aber er hat den Druckvorgang nicht abgeschlossen. Sie können seine Arbeit fortsetzen. Okay. Danke. Ich sehe mich mal um. Bis später. Ich sehe schon. Nach diesem Gespräch bin ich noch begieriger darauf zu arbeiten. Aber diese düsteren Untertöne. Ich spreche besser mal mit Claire und finde heraus, was das alles bedeutet. Wie schon wieder mit Claire? Nein. Ich glaube, das Spiel geht nur zwischen den zwei Leuten. Vielleicht reden wir später. Was? Du hast aber nämlich gesagt, du willst mit Claire reden. Na, guck mal, ob du jetzt das Stück von der Kanne ausdrucken darfst. Na gut. Wir wollen ein Stück Kanne ausdrucken. Es scheinen immer noch ein paar Komponenten zu fehlen. Und was?
Vielleicht hatte Marcel nicht genug Zeit, die Maschine anzustellen. Was fehlt uns denn? Oh, was war's? Leerer Container. Hier fehlt... Wir brauchen eine Alternative. Okay, wir brauchen noch gelb. Die Lichter zeigen an, dass nicht genug Granulat vorhanden ist. Okay. Was ist das für ein fancier 3D-Drucker, ey? Ich wollte schon vorhin sagen, es leuchtet nicht alles grün an dem Ding. Wir nehmen diese Schublade. Wir nehmen ein Was ist das? Ein Diktiergerät. Und wir nehmen eine Pinzette. Und die Unterlagen nehmen wir nicht. Warum sollten wir auch? Na, wir sollen ja nur in die Notizen schauen, ne? Wir gucken in den Sekretär. Verschlossen. Und die anderen können wir nicht aufmachen. Dann nehmen wir die Pinzette und öffnen es. Denk nach. Wir brauchen eine Alternative. Das wird nicht funktionieren. Ja, ist ja in Ordnung. Dann gehen wir wieder zurück. Nee, was Fotografie. Ich würde so gerne mal ein Point and Click, wo man einfach in irgendeinem Punkt ja mit dem Lappen versuchen, mal die das Ding mal sauber zu machen. Du hast absolut recht. Und mein Lappen ist gone. Weg. Hey, es ist ein Trick Point and Click. Ja. Es ist ein Rüsselchen. Ein Point and Click mit Wimmel. Naja, Wimmelbild haben wir noch nicht. Jo, warte mal, ich mach mir eine auf. Boah, das haben wir bei einem Wimmelbild gemacht, ey. Das war nicht gut. Ja, es war Suffisant, nennen wir es so. Suffisant. Ja, weil wir haben halt wirklich, wir haben es echt durchgezogen. Jedes Mal, wenn sie irgendwas weggeschmissen hat, wo es sinnvoll gewesen wäre, es eigentlich noch zu behalten. Wir brauchen eine Alternative. Ja, gut, ein dreckiger Lappen. Wir haben das getrunken. Lehrer, ich will mir den, kann ich den jetzt anhören? Ich hab dir eine tolle Flasche Wein. Wahrscheinlich benutzt, um spontane Aufnahmen zu machen. Aber no memory card. There is no memory in the card. Okay. Weinchen, ich könnte mir auch nochmal so ein Dessertweinchen am Wochenende gönnen. Aber wo soll ich denn jetzt noch was hernehmen? Hier ist nichts mehr. Ja, ich hab hier so einen richtig geilen Apfelquitte-Wein. Ja. Klingt auch nicht schlecht. Ja, aus einer Brennerei, die macht auch wahnsinnig guten Butterscotch. Aus dem Heimatörtchen von Sly. Butterscotch ist nicht so meins. Geht nicht an mich. Butterscotch oder Sly? Ein polierter Platten. Aber wo soll ich denn jetzt noch was hernehmen zum Kuckuck? Wenn da nichts ist, müssen sie nach draußen. Dann haben sie da jetzt alles abgehandelt. Aber nein. Ja, bitte. Doch. Oh. Ich hab Toner. Wir brauchen eine Alternative. Du hast einen leeren Toner. Stimmt, du, ich habe einen leeren Toner. Denk nach. Hallo. Kipp die Farbe einfach in den Toner. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Ich hab keine Ahnung, warum ich harten Lack hab. Was ist denn diese andere Kassette davor, also die du da hast, die linke vorne aus dem 3D-Drucker? Das ist ein leerer Container. Guck den mal an. Was sollte der denn beinhalten? Cleaner. Nee, Real. Das ist dieses... Cornflake. Cerealien. Wir trinken uns ein Frühstück. Ole, ole. Ja, ja. Okay, wir gehen mal in die Stadt. Wir gehen schneller in die Stadt. So, wir gucken in den Brunnen. Vielleicht ist Timmy drin. Ey, da sind Kanonen. Pack die mal ein, vielleicht brauchen wir die später. Es regnet. Bin ich in England? Leicht überladen. Aha. Oh. Okay. Ja, das ist auch eine gute Idee. Denk nach. Ich will doch nur reingucken. Stürz dich rein. Ich wollte doch nur reingucken. Ist ja okay, Madame. Dann machen wir das eben nicht. Wir können nach da. Können wir ins Auto gucken? Nö. Wir können uns die Mauer dann gucken. Vielleicht guckst du auch den Baum dann an. Erhaltene alte Mauer. Solide Arbeit von mit. Von mit. Ja.
von wer mit? Kennt nicht mit? Mit ist, Mit ist das so weit weg? Es ist einfach ein bekannter Handwerker. Mittelalterlichen Handwerkern. Ach Gott. Ja. Dann gehen wir mal zum Eingang. Auch wenn wir ihn als Ausgang nutzen. Boah, die schläft ja beim Laufen ein. Ja, der darfst du beim Laufen die Schuhe besohlen. Warum bin ich hier stehen geblieben? Irgendwas muss doch hier machbar sein. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach hier stehen geblieben bin, um wieder zurücklaufen zu können. Irgendwas ist doch hier. Oh, was ist denn hier oben? Menü-Notiz. Du siehst doch den Regen, der da ist. Durch diese Regen, man kann sie unmöglich laufen. Wir laufen zur Klippe. Wir stürzen uns da jetzt runter. Spielende. Oh. Na, guck mal, vielleicht kann der uns da was verkaufen. Einen neuen Toner oder so. Da ist ein Inn. Wir gucken uns das Inn an. Alter. Ein bezaubernder Ort. Ideal für romantische Wochenenden. Nicht bei dem Wetter. Auf Regen steht. Sieht nach Schottland aus, ey. Das geht jetzt zurück zum Schloss. Überschaut die Gegend. Ich schätze, dass die örtliche Bevölkerung hier Schutz gefunden hat. Ja. Leider schützt es uns nicht vor dir. Ein Zaun, wir können uns einen Zaun angucken. Leute, schaut euch diesen Zaun an. Das Draht. Geht schon wieder gut los. Mhm. Können wir jemand da drosseln? Uns selber? Ich habe Draht. Nicht uns. Ich habe Draht am Zaun gefunden. Jetzt wird mir alles klar. Wir gehen an die Tür. Wäre auch mal lustig, wenn so ein Spiel ganz anders anfängt und dann wird es einfach zu Hitman. Kein Wasser. Was? Es regnet, es ist Wasser genügend und wir sind an der Küste. Doch wir haben nichts zu trinken. Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Aber vielleicht kannst du mit dem Draht jetzt den Sekretär kurzschließen. Kurzschließen, ja. Ich passe mich jetzt schon dem Spiel an. Lass uns den Sekretär kurzschließen. Mhm. Aber die Person hast du jetzt trotzdem nicht angeguckt. Die konnten wir nicht vielleicht angucken. Oh, konnten wir nicht. Nein. Na gut. Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Das ist voll illegal. Warte mal, ich gucke jetzt einfach mal kurz in die Notizen. Dialoge, Journal, Dokumente. Ich habe einen Pass. Ich für Auslandsreisen. Aha. Wo kommt ihr her? Aus Frankreich? Weiß ich nicht. Steht das drauf? Brauche ich für Auslandsreisen. Eine Liste der Gegenstände in der Kiste? Okay. Ein Bild von dem Keramikverband, das sieht aus wie der aus dem Ausgießer eines Kruges. Reproduktions. Ja, das war das, was du alles schon angeklickt hast. Ich verstehe. Nichts, was uns jetzt weiterhilft. Hey, wir können den ganzen spannenden Dialog nochmal lesen. Oje, oje, oje. Es ist komisch, dass man die eine nicht abgeschlossene Schublade nicht einfach aufmachen kann. Wieder. Ja, das liegt aber darin, weil die Schubladen meistens so kompliziert Ja, auch das. Konzipiert, dass du erst das Teil oben aufmachen musst. Wir brauchen eine alte... Was soll ich denn tun? Was zum... Weil ich jetzt zum Direktor und sage, ich habe keinen Toner, so. Kann ich arbeiten, habe keinen Toner. Schäfe. Ah, guck mal, Granulat. Wo bekomme ich etwas Granulat für den Scanner? Fragen Sie Antoine. Wer ist Antoine? Der Hausmeister. Ich sehe mich mal um. Bis später. Ehrlich? Ist so? Ich will nochmal mit ihr reden. Vielleicht hat sie noch Info zu Antoine. Warte. Ich habe das Diktiergerät gefunden, aber es ist leer. Die Speicherkarte fehlt. Nach unserer Unterhaltung fiel mir ein, hi, Lord Wolfie. Am Tag seines Unfalls die Karte bei mir liegen gelassen hat. Ich habe sie gefunden. Darf ich mal reinhören? Machen Sie das. Mir ist nicht danach. Vielleicht ist auf der Karte irgendwas Interessantes. Danke. Mir ist nicht danach. Geplauder. So würde ich reagieren. Sie ihre? Sicher.
Dann haben Sie die Antwort. Tun Ihre Arme nicht weh? Und wie? Und die Beine? Aber wenn es um Gemälde geht, verfliegt die Zeit. Takelage und Segel sind ein echter Albtraum. Und der Staub. Denken Sie dran, ich habe immer etwas Zeit für einen Plausch. Also, ich hoffe, diese ich weiß, Bold Assumption, aber ich glaube, die war's. Meinst du? Und du kannst das Boot dir angucken. Ja, das habe ich doch vorhin schon. Oh nee, ich kann jetzt auch das hier. Ich kann das Seil nehmen. Da ist ein Seil. Ja, und damit kannst du jetzt in den Brunnen dich hinabseilen. Oh nein. Oh doch. Das eignet sich auch viel besser, damit wir uns endlich aufhängen können, ne? Aber ich wollte jetzt eigentlich das hier hören. Und das hier ins Dick. Hallo? Kann ich das nicht? Ich muss es in der kleinen Ansicht übereinander ziehen. Befindet sich auf der K. Auf der K. 512 Megabyte. Junge. Ich sollte mir die Aufnahme nicht in Claires Nähe anhören. Banana. Okay, ich gehe hoch. Dann lass uns mal. So. Also anhören. Ich muss mich beeilen, zum Gasthaus zu kommen. Ich möchte nicht, dass er herkommt. Am wichtigsten ist, dass ich endlich die Kiste aufbekommen habe. Hier sind die Hinweise für den Fall, dass du sie brauchst. Stürmischer Wind. Jupiter. Die letzte Ziffer wirst du wissen, Claire. Okay, aufgenommen. Wenn ich die Aufnahme richtig verstanden habe, hatte Marcel eine Verabredung im Gasthaus. Ein stürmischer Wind, Jupiter. Claire wird die letzte Ziffer wissen. Ich muss mit ihr sprechen. Okay, stürmischer Wind war hier. Das hatten wir irgendwie hier. Die Reproduktion zeigt einen stürmischen Wind. Das ist 8 auf der Beaufort-Skala. Okay, also 8. Ja, 8. Brute Force ist einfach 8, 5 und irgendwas. 8. 5 und... Nee, ich frag die jetzt, sonst... Am Ende ist das so ja, angedacht. Ach nö. 5-3. Und jetzt ist sie natürlich weg. War ja klar. Wo ist Claire hin? Ich frag den Chef. Chef, wo ist Claire? Es gibt nichts zu diskutieren. Doch. Nein. Also, Claire, bleib hier. Nicht in den Brunnen springen. Aufnahme. Da sind sie ja. Möchten Sie eine? Ich bin Nichtraucher. Wie gut für Sie. Es ist sicher auch hier bald verboten. Soll ich etwa bei so einem Wetter zur Klippe gehen? Den Teufel werde ich. Ich habe mir Marcells Aufnahme angehört. Irgendetwas Interessantes? Er erwähnte das Kombinationsschloss. Das ist alles? Nun, es hat sich ziemlich verrückt angehört. Ungefähr so. Stürmischer Wind. Jupiter. Das ist ganz Marcel. Er und seine Rätsel. Und am Ende fügte er hinzu, dass sie es wissen würden. Da hatte er Unrecht. Vielleicht war er nicht. Bitte? Waren da irgendwelche Ziffern auf dem Schloss? Ja, auf den 3 Scheiben. Diese Worte stürmischer Wind und Jupiter sind Hinweise. Dann weist der Satz, dass sie es wissen würden, auch auf eine Ziffer hin. Stürmischer Wind und Jupiter? Ich will die 3. Ziffer. Und Sie kennen die 3. Ziffer. Ah, ich weiß. Marcel und ich. Aber Marcel ist nicht mehr bei uns. Nur ich kann Ihnen etwas über unsere Beziehung erzählen. Und so schlecht war sie gar nicht, glauben Sie mir. Das interessiert mich nicht, gib mir die Zahl. Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendjemanden? Nein. Mal. Tut es weh. Ja. Ein bisschen. Puh, Sie sind ziemlich klug, sehen gut aus, nette Beine. Genau wie Sie. Aber Ihre sind jünger, viel jünger. Sie übertreiben. Wissen Gott, Sie, nehmt euch ein Zimmer. Als ich angefangen habe zu arbeiten, ist alles vom ersten Tag an schiefgelaufen. Wir haben umdekoriert, wir hatten kein heißes Wasser. Ich war so sauer. Und meine Knie taten weh. Bat mich der Boss, den Kopf einer und die Arme und die Hände und der Stab. Ich hätte nicht mal anfangen können zu arbeiten, da Marcel schon gegangen war. Er hat alle Reagenzien aufbewahrt. Nicht mal Terpentin war da. Als er wiederkam, habe ich ihn deswegen richtig Ich wundere mich nur, dass er danach überhaupt noch mit mir gesprochen hat. Aber er fühlte sich schuldig und hat mir geholfen. Das war unser Tag, der 2. März. Hey! Wie der wütende Sturm um uns. Sie sagten, der 2. Unser Tag. Das könnte die Ziffer sein. 2. Eine hübsche Ziffer. Eine 1 zum Beispiel sieht daneben richtig lahm aus. Lassen Sie uns reingehen. Es ist eiskalt hier draußen. Ach so. Ich mach mich fertig. Erwähnte Marcel etwas über ein Treffen beim Gasthaus.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Nein. War mir klar. Kennen Sie so Leute, die den Mund nur aufmachen, um Luft zu bewegen? Ich habe etwas Zeit für einen Plausch. Ja, habe ich bemerkt. Es ist also zwei. Juhu. Mein Gott, Marcells Tod hat sie so mit. Es tut mir leid, dass Claire so viel durchmachen musste. Kann mal einer kurz gucken, wie lang das How Long to Beat ist für dieses Spiel? Ich habe die Befürchtung, dass es lang ist. Sicher. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen werden an einem Montag. Wie heißt das nochmal? Chronicles of Mystery of Life. So, was haben wir gesagt? 8. Die Kiste ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Oh, wow. Die Kiste ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Ja, deswegen will ich es ja... Die Kiste ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Ja. Ist mir schon bewusst. Die Kiste ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Willst du mich jetzt verarschen? Du hast es vorhin doch noch bewegt. Die Kiste ist... Aber jetzt kann ich es nicht mehr bewegen. Die Kiste ist mit... Ja, du hast nur zwei eingestellt. Mit einem Kombinations... Die Kiste... Warum kann ich das jetzt nicht mehr bewegen? Die Kiste ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Die Kiste ist mit... Eine Spielzeit von etwa 10 Stunden und das Vorhandensein von 6 verschiedenen Orten. 10 Stunden? Also ich habe was von 8 gelesen, aber ja... Der Mechanismus hat geklickt. Ich habe die Kiste geöffnet. Juhu. Ja, mei. Wunderbar. Welche Schätze mögen hier verborgen sein? Eine Pistole aus dem 16. Jahrhundert mit einem Ladestock und ein Schlüssel für das Schloss. Aha. Pistolenschlüssel. Okay, kann ich damit... Das wird nicht funktionieren. Und was will ich damit? Das ist so der Moment, wo man sich so denkt, liebe Zuschauer, wenn Sie was Besseres zu tun haben, tun Sie das. Spannender wird es hier nicht mehr. Nicht nur bei der Pistole. Der Schlüssel passt nicht nur bei der Pistole. Und er passt in den Sekretär. Ich hoffe es nicht. Das wäre so doof. Aber es wäre so typisch. Aber 10 Stunden, wir hätten doch bei den kleinen Spielen bleiben sollen. Denk nach, Sylvie. Nee, das war's nicht. Dann hören wir damit jetzt auf und suchen Katzen. Und dann? Fange ich das Spiel nochmal an? Nein, wir werden dieses Spiel einfach vergessen. Nein, ich werde es nicht irgendwie vergessen. Irgendwann wird das gespielt. Ja, irgendwann, aber nicht heute. Also suchen wir doch Katzen. Ja. Ich ertrage das nicht. Ey, jetzt machen wir das. Und nächsten Montag müssen wir das nochmal machen. Oder am Donnerstag. Ja, am Donnerstag geht noch nicht. Aber die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt ist nämlich der Professor auch weg. Jetzt kann ich mir gar keinen mehr reinbringen. Wie willst du nächsten Montag spielen? Wie? Nächsten Montag bin ich noch da. Wieso soll ich nächsten Montag nicht spielen können? Bin ich schon eine ganze Woche weiter? Du bist eine ganze Woche weiter. Wahrscheinlich, ja. Bin ich. Ja, bin ich. Bin ich. Das wird spaßig, ey. Das was? Ah ne, das ist auch der Tisch. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Kannst du hier nach rechts? Was, wo nach rechts? Da? Ja, da wo die Treppe ist oder so. Kann da. Nicht da. Draußen. Ach so. Doch wieder draußen. Nö, da kann ich nicht hin. Ich kann nur zu dem Brunnen. Mit dem Seil in den Brunnen. Na ja, gut, ich finde. Seil dich ab. Soll ich eine abseilen? Ja. Ich hab's bewusst nicht so gesagt. Das ist keine gute Idee. Sie sagt, das ist keine gute Idee. Heißt es. Das ist keine. Das ist keine gute Idee, sagt sie. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Keine Ahnung, Schießpulverreste aus den Kanonen kratzen. Wofür wollte die eigentlich überhaupt die Farbe und den Pinsel? Ich weiß es nicht. Da
Da ist jemand vor dem Gasthaus und bewundert die Aussicht. Nach dem Aussehen ist es der Wirt. So einen Himmel kann man nur. Wo sieht ein Wirt aus? Ah, in der Bretagne sind wir. Hätten laufen zwei. Soll ich sie einfach angreifen? Oh, ich rede über das Wetter. So wie man jede gute Gespräche anfängt. Ach, schreckliches Wetter. Ist das immer so? Gestern war es schlimmer. Ich weiß nicht, wie es Leute hier aushalten können. Leute fliegen weg wie Regenschirme. Haben Sie schon immer hier gelebt? Ich? Nein. Erst seit ich geboren wurde. Dann müssen Sie letzte Woche auch hier gewesen sein. Ja, aber darauf muss man nicht stolz sein. Darf ich reinkommen? Es ist eiskalt hier draußen. Wir haben heute geschlossen. Super. Bis dann. Vielleicht. Was mit dem Typen da hinten? Der ist mir vorher nicht aufgefallen, aber wir können ihn mal kurz... Nee, das, wir können nicht. Ein bezaubernder... Ja, nee, wir können nicht. Weitergehen? Was? Du bist zu weit. Was? Zu weit. Du bist zu weit. Ich bin zu weit. Du bist zu weit. Ich gebe einfach das im Wirt. Wieso nicht? Was? Du nimmst jetzt die Pistole und hältst mir den Wirt unter der Nase und sagst, lass mich rein. Geht auch nicht. Let me in. Lass mich rein, lass rein, das Haus fassen auf. Ja, aber wie? Ich bin zu weit. Ja, geh einfach nochmal zurück. Ich geh zurück. Ja, wir haben den Hausmeister noch nicht gefunden, ne? Richtig. Aber wir wissen nicht, wo der Hausmeister ist. Naja, können wir nicht nach rechts? Oder guck mal, Klebstoff. Was? Klebstoff? Ja, nimm den Klebstoff. Wir brauchen Klebstoff. Türklingel? Klebstoff. Der ist Klingel, so wunderschön. Ein Schifffahrtsgesellschaftskapitän. Meinst du? Willkommen, Sirene. Sylvie Leroux, um genau zu sein. Nennen Sie mich Antoine. Granulat, Granulat für die Drucker. Etwas Granulat für den 3D-Drucker. Was haben Sie vor, Sirene? Bitte, bitte. Ich möchte das fertig machen und dann ins Bett gehen. Ich muss morgen schon ganz früh weg. Wissen Sie eigentlich, dass ich nicht mehr gut geschlafen habe, seit sich meine Co. hier an Land befindet? Ich bitte Sie. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Granulat aufbewahre. Vor seinem Unfall hat Marcel noch etwas gescannt, aber er hat es nicht mehr geschafft. Ich habe gerade was geschaut. Er war in Eile. Oh. Er hatte eine Verabredung. Haben Sie gesehen, mit wem? Ich stecke meine Nase bei so starkem Regen nicht raus. Ich wäre nicht gerne auf See gewesen. Ich könnte das zu Ende bringen, was er angefangen hat. Ich bin gleich wieder zurück, Sirene. Ein Moment. Bleib doch da, ich habe dich noch so viel zu fragen. Es gibt keine Excuse, warum da Klebstoff steht. Also weder das französische noch das englische Wort lässt sich in irgendeiner Form da rein übersetzen. Ehrlich jetzt? Er ist einfach weggegangen? Ja. Geh wieder hin. Geh wieder zum Klebstoff. Kann nicht läuten. Wo soll ich denn jetzt schon wieder hin? Geh wieder in die Ausstellung. Keiner da. Keiner da oben. Kannst du eigentlich geradeaus? Keiner da. Aber da ist ja auch noch eine große Tür, ne? Das Schlimme ist, ich weiß ja nicht, wo ich hinlaufen muss. Die komme ich nicht, da komme ich nicht durch. Also das damit, ist das Bild. Damit er halt. Ja, ich muss irgendwie muss ich ihn ja triggern. In Hausmaß. Wow. Haben Sie es gefunden, Antoine? Reicht das? Ja, dieses unsichtbare Mittel reicht. Dankeschön. Er hat gerne noch Puder. Ich brauche auch noch etwas Puder für den Drucker. Wir haben welches bestellt, aber es wurde noch nicht geliefert. Aber wenn Sie es so dringend benötigen, gibt es eine andere Möglichkeit. Die da wäre? Marcel hat einmal Kartoffelmehl genommen. Der Ausdruck war da nicht ganz so haltbar.
Haben Sie Mehl? Haben Sie etwas Mehl, Antoine? Warum sollte ich so etwas hier aufbewahren, Sirene? Warum nennt er mich Sirene, wenn ich doch gar nicht so heiß? Ich habe an Ponce de Leons Kiste gearbeitet. Wissen Sie, wen ich meine? Darauf können Sie wetten. Wir sind der Typ? In meiner Jugend zusammen gesegelt. Das ist doch lächerlich, Antoine. Sie haben recht, er war Spanier. Ich bin mit Cartier gesegelt, der war jünger. Sie kennen ihn? In der Tat, er starb vor 450 Jahren. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Antoine. Es ist eine Schande, dass Sie nicht in der Stimmung für einen Spaß sind, Sirene. Ich glaube, ich weiß, was das mit dem Klebstoff auf sich hat. Zum Thema, warum Sirene? Er ist ein Schiffsmensch, der zu See gefahren ist. Und Sirenen waren diejenigen, die allgemein Leute, die auf Schiffen waren, in den Untergang gesungen haben. Allgemein als besonders schön galten. Also die nächste sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das musste jetzt wirklich erklärt werden? Musste man ihm ja scheinbar gerade schon. Nein, das habe ich schon verstanden, aber warum nennt er sie einfach Sirene? Ja, weil er sie schön findet, Herrgott Hutz. Aber wie kriege ich das da jetzt rein? Und den her mit Bindemittel. Hört das da rein? Wir brauchen eine Alternative. Hört das hier rein? Ah ja, es gehört hier rein. Aber ich brauche immer noch das Zeug, was auch immer das ist. Das wird nicht funktionieren. Wenn du Hilfe brauchst, gib Bescheid. Da brauche ich auch noch was. Hast du schon die Komplettlösung durchgeschaut, oder wie? Ja. Aber wie immer sage ich nur dann was, wenn drum gebeten wird. Ist halt keiner da. Ist halt das Doofe. Geh nochmal nach draußen. Nee, das hilft mir nicht. Der hat vielleicht Mehl. Oh, das könnte natürlich sein. Mehl. Vom Museum. Jetzt, wo Marcel tot ist, hat Guillaume den größten Bestand. Bestand an was? Ich weiß es wirklich nicht. Niemand lädt mich auf das Schloss ein. Haben Sie etwas Mehl? Vielleicht habe ich das. Machen Sie dort Pfannkuchen? Nein, ich brauche etwas Stärke für den 3D-Drucker. Haben Sie immer noch den Brunnen? Haben wir. Und bei mir wird das Wasser knapp. Und was ist das für ein Hänge? Wird das Wasser knapp? Trinkwasser, kein Regenwasser. Haben Sie keine Wasserleitung? Kaputt. Haben Sie deswegen geschlossen? Ein guter französischer Klempner kostet ein Vermögen. Dann können Sie sich genauso gut Wasser aus dem Brunnen holen. Der Friseur lässt mich nicht rein. Welcher Friseur? Antoine. Er war Friseur auf einem Schiff? Ein Friseur, Punkt. Eigentlich ist er ein netter Kerl. Ich zu mir. Und verfügt über so viele faszinierende Erfahrungen. Er hat sie bereits eingewickelt. Nun, offensichtlich neigt er ein wenig zu Übertreibungen. Aber Sie scheinen ihn wirklich zu hassen. Warum? Wenn man den Grund nicht kennt, dann muss eine Frau dahinter stecken. Okay. Eine Art romantische Geschichte? Ganz im Gegenteil. Während der Saison treibt sich dieser Mythomane bei den Cafés am Meer herum. Dort erzählt er von seinen Abenteuern auf See. Das muss interessant sein. Manchmal hat man einen dieser Tage. Diese umwerfende Frau hat ihm so aufmerksam zugehört. Was haben Sie getan? Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich kenne ihn, seit wir Kinder waren. Und ich weiß, dass er niemals seinen Kopf aus seinem Friseurladen herausgestreckt hat. Was Sie nicht sagen. Dieser Geschichtenverdreher hat früher im Hafenbezirk gearbeitet. Von morgens bis abends hat er Seeleuten die Haare geschnitten, die gerade erst an Land gekommen sind und denen dementsprechend nach Reden zumute war. Und dank seines guten Gedächtnisses kennt er nun hunderte von Seemannsgeschichten. Sie machen mich traurig. Wie diese Frau. Jetzt verstehe ich. Geben Sie mir jetzt etwas Mehl?
Ich gebe Ihnen das Mehl, wenn Sie mir einen Eimer Wasser vom Brunnen bringen. Gut, ich werde Ihnen Wasser bringen. Aber was ist mit dem Eimer? Sie können diesen nehmen. Sehr gut, ich kriege einen unsichtbaren Eimer. Bis dann. Vielleicht. Ich schätze, ich muss ihm wohl etwas Wasser aus dem Brunnen holen. Nein. Nee. Was? Also... Wie kam sie auf diese glorreiche Idee? Seil an Eimer. Probieren geht über... Wir brauchen... Oh ja, mach auf die Klapp. Oh, das ist aber schön. Den schleppst du jetzt da runter, das will ich sehen, ey. Klasse. Ich habe einen Eimer kaltes, kristallklares Wasser. Nein, es ist sogar kristallklar. Schütten wir es ihm über. Ja, yeah, Kollege. Nimmst du Eimer? Deswegen nimmst du Eimer. Hier ist reinstes Quellwasser. Trinkwasser ist lebenswichtig. Hier ist Ihr Mehl. Dankeschön. Jetzt sind wir quitt. Dank. Och, ich dachte, ich könnte mich hier nach der Arbeit hinsetzen und die Aussicht bei einem Cidre Das ist sinnlos. Kein Verzehr windwärts. Es sei denn, Sie schnallen sich an. Aber das Gasthaus ist doch sowieso geschlossen. Dann setzen Sie sich doch einfach her und ergeben sich der Melancholie. Alter. Nett gesagt. Vielleicht komme ich später auf Sie zurück. Oder wir machen das in Etappe. Ich glaube, das teile ich auf 3 Tage oder so. Ich glaube, länger als 1-2 Stunden halte ich das nicht weiter aus. Also der Krach. Du meinst diese motivierenden Dialoge, die völlig monoton gesprochen werden? Nein, die meine ich nicht. Dann ist ja gut. Wir packen Mehl hier rein. Und packen das da rein. Und jetzt fehlt uns... Ja, wir trocken mit Mehl. Natürlich! Fragen wir doch Sly, ob das geht. Sly kennt sich da bestimmt aus. Wenn wir das da reinschicken? Das ist keine gute Idee. Warum nicht? Ich will den USB-Stick da reinschicken. Das ist keine gute Idee. Ich brauche noch Farbe. Wo krieg ich denn jetzt Farbe her? Aus, Meisterchen! Mr. Klebstoff! Bank. Haben Sie Lust, mir bei einem Cidre im Gasthaus auf der Klippe Gesellschaft zu leisten? Lieben gern, Sie Hühne, aber warum dort? Lassen Sie uns nach Brest gehen. Da gibt es so viele malerische Cafés. Ich mag es dort, diese raue Schönheit. Wir würden auf einer Bank sitzen und auf die See blicken. Sie würden wie immer etwas Seemannsgarn spinnen. Oh nein, da? Nie im Leben. Der Wind würde mich übertönen. Dann sitzen wir einfach still da. Das wäre sogar noch besser. Vielleicht würde der Wirt uns begleiten und wir drei würden ganz in Stille dort sitzen. Ich weiß nicht, Sirene. Ich war lange nicht mehr dort. Ich weiß, dass es von hier zum Gasthaus genauso weit ist wie vom Gasthaus nach hier. Aber die Bank scheint zu warten. So wie ihr. Ihr glaubt, das gibt einen Sinn, Sirene? Für Freunde? Das hat wehgetan. Ich weiß nicht, Sirene. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ich werde sie nicht drängen. Ich werde in ein paar Tagen zurück sein und nach der Arbeit werde ich mich dann ein wenig auf die Bank bei dem Gasthaus setzen. Vielleicht begleitet mich jemand. Ich brauche doch Farbe. Machst du einen Schotbruch, Sirene? Ja, Sly, okay. Es funktioniert mit einem Pulver, aber kein Mehl. Verstehe. Danke. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt immer noch das Problem mit meiner Farbe. Also grundsätzlich besteht das Zeug, was du zum Drucken verwenden kannst, also PLA, tatsächlich aus Stärke. Also es geht zumindest in so eine Richtung. Was in der Schublade? Nö.
Es wurde ja auch gesagt, dass er das alternativ gemacht hat und deshalb der Druck nicht allzu haltbar ist. Ja. Hast du eigentlich deine ganzen Gegenstände mal durchgeklickert, ob man da noch irgendwas machen kann? Nö, naja, ich kann mal gucken, ob ich... Oh! Das, okay! Pinsel mit Lack. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Das ist keine gute Idee. Probieren geht. Mal den Toner an. Das ist. Probieren geht. Du bist jetzt voll, du bist jetzt voll, du bist jetzt voll. Nein. Das ist. Wir brauchen eine alte. Das wird nicht. Denk nach. Geht nicht. Probieren geht. Denk nach. Denk nach. Okay. Denk nach. Geht nicht. Geht nicht. Das ist. Denk nach. Wir brauchen. Okay, es geht nichts weiter. Das wird nicht funktionieren. Kann den Stift auch nicht da reinstecken. Kann den Stift auch nicht hier reinstecken. In den alten Töner. Probieren geht über Aber was will ich damit? Kann ich da hin? Wir brauchen eine Alternative. Den Draht wollte auch nicht. Gute Idee. Pinzette wollte auch nicht. Wir brauchen eine Alternative. Naja, sag, wenn du was brauchst. Eine Alternative? Dann geh doch nochmal an deine Kiste. Bin gerade unterwegs. Hat er was vergessen? Geht nicht. Aber hier ist doch gar nichts drin. Mach sie einfach mal zu. Das ist keine gute. Das ist kein. Geht nicht. Das ist. Was will ich hier? Moin, Maddy. Was will ich hier an der Kiste? Was sehe ich nicht gerade? Denk nach. Kann sie nur auf und zu machen. Was ist denn an der Kiste noch? Tommy! Hilfe! Was ist an der Kiste? Hilfe! Jetzt auf einmal Hilfe! Was sehe ich? Das sehe ich nicht. Also, du kannst. Erstmal gehst du mal auf deine Pistole. Auf meine Pistole gehen. Eine Pistole aus dem 16. Jahrhundert mit einem Reinigungsgerät. Kriegst da so wunderbar schon das Pfötchen angezeigt, dass du mit dem Ding was machen kannst. Ach, du kannst den Ladestock oder das Reinigungsgerät rausholen. Wurde dazu benutzt, den Lauf zu reinigen. Ich könnte damit etwas sanft anstoßen. Ich kann mir mit sanft was anstoßen. Das wird nicht. Hat die Kiste vielleicht ein Geheimfach, das du irgendwie damit aufmachst? Denk nach, Sil. Wir brauchen eine Alternative. Geht nicht. Wir brauchen. Aber wo? Das ist kein. Du müsstest das Ding jetzt irgendwie gedreht bekommen, also die Kiste nur. Wie? Keine Ahnung. Die Kiste gedreht? Geh mal von der Kiste jetzt weg. Vielleicht kann ich so machen. Probieren geht über Studieren, heißt das so. Nee, so will er auch nicht. Soll mal hingehen? Ah, jetzt sieht. Ach, jetzt sieht's anders aus! Ja, da unten ist ein Loch. Denk nach, Silvia. Nee. Da sind noch andere Löcher. Verschlossen. Ich frage mich, was dieses Schloss sichern soll. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Schlüssel hin? Das ist keine gute Idee. Bin ich wieder oben, da will ich aber nicht hin. Warum bin ich jetzt wieder oben? Kistenseite klicken, Hutz, nicht Kistendeckel. Aber da siehst du nichts mehr. Links ist auch noch ein Loch und du hast mehr Dinger in deinem Inventar, die man in Löcher stecken kann. Wo ist denn da noch ein Loch? Jetzt mit Stopp. Mit deiner Maus jetzt nach links. Ja. Noch ein Stück nach links. Ja. Und dann nach unten. Also kein Loch nicht. Doch. Und da ist noch anderen Kram, den man in Löcher stecken kann. Das klingt so falsch, ich weiß, aber... Möchten Sie meinen Draht in das Loch stecken?
Denk nach, Sylvie. Da kann ich nichts reinstecken. Eine Kiste. Wie wär's mit dem Schlüssel? Ich hab keinen Schlüssel. Doch. Himmel hilf. Ach so, da. Ich kann es nicht. Geht nicht. Echt nicht? Geht nicht. Dieses wertvolle Relikt kostet Hunderttausende von Euros. Ich sollte es sehr vorsichtig behandeln. Ja, deswegen will ich doch, dabei habe die du, nur du. Geht über Studieren. Ja, und jetzt nimmst du wieder, und da ist immer noch das andere Loch links. Das ist kein Loch. Doch, jetzt ist ein Loch. Kann ich es jetzt öffnen? Ja, jetzt auf einmal. Davor war das mir nicht angezeigt, das Loch. Ein altes Manuskript. Ein Einband mit wundervollen Ornamenten. Sieht aus. Sieht aus, ja, sieht aus. Ein handgeschriebenes Buch. Es ist in einem perfekten Zustand. Es muss angemessen aufbewahrt worden sein. Ich kann es nicht glauben. Teile einer Karte sind zwischen den Seiten eingenäht. Oh nein. Es ist ein Tagebuch. Oberflächlich beschreiben und mich auf die Dinge konzentrieren, zu denen die Nachfrage formuliert wurde. Am 27. Tage des März erreichten wir eine Bucht mit schon am Strand über... Was? Über Bord? Borden der Vegetation. Über Borden der... Ja. Kenne ich nicht das Wort. Nicht? Viel. Wir nannten die Insel Florida. Am zweiten Tage des April gingen wir an Land, nahmen es im Namen ihrer Majestät in Besitz und nannten es St. Augustin. Am achten Tage des April segelten wir wieder an der Küste der Insel, die ich entdeckt hatte. Oder was auch immer. Hatte nach Süden. Wir gerieten in eine so starke Strömung, dass wir trotz des Windes, der südlich ging, nach Norden getrieben wurden. Aha. Also wechselten wir unseren Kurs auf Südost, bis schließlich Florida außer Sicht geriet. Am 16. Tag des April sichteten wir mehrere Inseln und landeten auf einer, um nach Wasser zu suchen. Wir trafen dort auf einen freundlichen indianischen Stamm, der uns darüber informierte, dass das Bimini-Atoll weniger als 20. Auch eine Karte. Indianers, den wir aus Birmingham mitgebracht hatten. Der Gefangene bettelte um sein Leben und zeigte uns den Weg zu ihrer Ansiedlung, die sich im Krater befand. Oben vom Vulkan hatten wir eine wahrhaft prächtige Aussicht, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie wir da eigentlich hingekommen sind. In seinem Zentrum wuchs ein gigantischer Baum, dessen Größe nicht einmal mit unseren Eichen und auch mit keinem Baum in Indien verglichen werden kann. Nur Gott weiß, ob die Zedern, die für Solomons Tempel gefällt wurden, größer... Kann ich das eigentlich wegnehmen? Doch, da war Text drunter. Ja, aber ich kann es nicht wegnehmen. Vielleicht kann ich mit der Pinzette wegnehmen. Ich kann aber die Pinzette nicht nutzen. Ja, da ist Text drunter, aber ich kann es nicht wegnehmen. Ich trinke mal. Hör mal aus der Entfernung an. Pfeile regneten auf uns alle Richtungen nieder, obwohl wir den Gefangenen baten, die Aggressoren zu überreden, ihren Angriff einzustellen. Natürlich, weil Reden auch so viel hilft bei sowas. Da bewegten wir uns aus unseren... Ja, Tanzen hilft auch nicht. Feuernd und was auch immer. Sorry, bin außerdem auf eine Tasse gekommen. Wir haben hier Nahkämpfe verwickelt über die Plattform, um uns in eine Position zu bringen, von der aus wir uns verteidigen könnten. Zufällig bemerkten wir, dass sie ihren verwundeten Saft aus einem enormen Gefäß gaben, welches sich... Du könntest das auch mal zumachen, das Buch gerade, und die Pinzette dann im Inventar auf das Buch ziehen, ne? Könnte ich machen, aber will ich jetzt gerade nicht. Wir lesen ja jetzt das. Ja, aber du kannst doch die Hälfte vom Text nicht lesen. Ja, ist ja okay. Ich werde das nicht nochmal lesen, damit das klar ist. Jetzt kann ich die Kartenteile herausnehmen. Ich könnte die Teile zusammensetzen. Ich werde das nicht nochmal. Und wir machen das jetzt nicht. Kurzum, man erfährt, wie sie den ganzen Kram gefunden haben. Kurzfassung. So. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Reicht, genau. Schicht abgemacht. Beide. Money. Warte mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz was machen. Oh gosh. Nein, Hotz, du wirst jetzt nicht dein... Oh Gott. Was? Ja, dann schmeiß dein Soundboard an. Nein, darum geht's doch gar nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet. Nö. Ach, Matti, bezüglich deiner Kopfschmerzen. Also wir tun gerade unser Bestes, um welche zu bekommen. Aber mach dir nichts draus, ich hatte heute auch den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ja, ich habe irgendwann nicht mehr gezählt, sondern mir einfach dann krummelt eine Tablette eingeschaut. Warum geht das gerade nicht? Warum will das schon wieder mal nicht? Ah, jetzt. So, damit ihr hier ein kleines Shoutout für Maddie bekommt. Sie streamt nämlich auch und sie spielt zurzeit ein schönes Spiel aus dem Hause Lovecraft. So. Jetzt können wir weitermachen. Oder wir beenden hier erstmal dieses Point-and-Click. Wir sagen, Matti, komm zu uns rein und wir suchen nach den Katzen, die wir noch zu suchen haben. Oh, yes, please. Okay. Aber nur wenn Lumi mir verspricht, dass sie danach, beim nächsten Mal, wenn wir dieses Spiel spielen, das Buch noch liest. Deal. Okay. Dann verlassen wir dieses Spiel. Willst du nicht noch speichern? Es besteht... Was? Nein. Wie speichern? Alter, ganz ehrlich, wenn du das jetzt nochmal von vorne, mein Freund, dann... Ja, aber wir wüssten ja jetzt, wie es geht. Das hatten wir schon mal bei einem Spiel und das hat uns nicht geholfen. Ja, doch, das hätte uns geholfen. Weil wir bis dahin schon wieder die Hälfte vergessen hatten. Oder erfolgreich verdrängt. Abalabab. Das ist mein Taco.